Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Word. Heute wollen wir eine Methode kennenlernen, wie wir Zusatzinformationen in unsere Dokumente packen, ohne dass es wirklich stört, den Lesefluss stört. Weil oftmals macht man das in Klammern und so weiter. Ich zeige mal her, wie das ausschaut. Also unser erster Satz hier in unserem Dokument war, jetzt machen wir ein bisschen größer, und auch gescheit lesen können. Bei Microsoft Word handelt es sich um ein sogenanntes Textverarbeitungsprogramm. Und jetzt könnte ich hier natürlich eine Klammer aufmachen und hinschreiben, andere Beispiele sind zum Beispiel Google Docs. LaTeX, sagt man das, dann Libre, Office Writer zum Beispiel, dann geht's Apache Open Office Writer, dann gibt's Pages von Microsoft, von Apple, Microsoft, die zwei großen Rivalen hier genannt. WordPerfect natürlich von Corel. Das war so der Standard und so weiter. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie das ausschaut. Stört den Lesefluss. Okay, ich kann das machen, aber irgendwie schön ist was anderes. Ich mache das gerne mit sogenannten Fußnoten. Ne? Sogenannten Fußnoten. Ich kopiere mir diesen Text jetzt, den ich da hineingeschrieben habe, das passiert immer wieder. Schau. Ich fange hier an zu kopieren, ganz eindeutig hier, und jetzt hat er den Punkt da hinten dazu genommen. Das sind Automatismen, die Word eben eingebaut hat oder Microsoft in viele Produkte eingebaut hat oder vielleicht ist sogar Windows, ich weiß nicht genau, was das auslöst. Mich stört das, weil ich habe nicht umsonst dort angefangen. Deswegen markiere ich oft mit angehaltener Shift-Taste, also angehaltener Umschalt-Taste. Halt das, wenn ich zu oft da drauf hämmere, kommt die in der Meldung, Eingabehilfe für Leute, die halt nicht so gut motorisch drauf sind. Gut, also Shift-Taste gedrückt und nachher mit den Pfeiltasten dorthin gefahren, wo ich hin will. Und jetzt aber genau das markiert, was ich mit Shift kann ich genau markieren. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem anderen Video erwähnt habe, aber so ist es halt. Steuerung C, ja, oder alternativ rechte Maustaste hinein, kopieren. Passt. Jetzt haben wir es auf alle Fälle in der Zwischenablage. Jetzt stört mir das da, jetzt kann ich das weggeben. So. Ich kann sogenannte Fußnoten verwenden. Fußnoten sind Sachen, die werden da unten am unteren Ende der jeweiligen Seite ganz klein hingefitzelt. Also ganz klein, kleiner als der normale Text, hingeschrieben. Nennen wir es hingeschrieben. Wie füge ich so eine Fußnote ein? Ich gehe auf Referenzen, ja, und sage hier Fußnote einfügen. Buch, drücke drauf, Fußnote 1, kriegt eine Nummer, schau, da oben ist so ein kleiner Einser, so ein hochgestellter Einser, ja. Und da unten ist jetzt die Fußnote entstanden. Und da drücke ich Steuerung V. Und was will er von mir? Das geht einmal auf alle Fälle auseinandergeschrieben. Was will er da? Andrea. Aha. Wahrscheinlich ist die Sprache falsch. Das haben wir ja vor ein paar Videos gehabt. Markieren. Ja. Überprüfen. Sprache für Korrekturhilfe. Nein, schon das Englisch. Ja, Deutsch, Österreich. Passt. Kennst du schon aus. Und was wieder da? Ah, da war ein Abstand nicht schlecht gewesen. Jetzt schaut es auch wirklich besser aus. Das stimmt. Oder ich habe mal recht gehabt. So, jetzt haben wir da eine Fußnote. Da oben stört nichts, was den Lesefluss stört. Der kleine Einser da, den übersehe ich vielleicht sogar. Das ist vielleicht die große Gefahr. Und da unten, na, das schaut doch besser aus. Okay? Das schaut doch besser aus. Wo ist mein Bild hingekommen? Das ist aus irgendeinem Grund da runtergerutscht.
Warum ist das da runtergerutscht? Weil jetzt ist natürlich weniger Platz. Jetzt natürlich weniger Platz auf der Seite. Dann machen wir das Bild ein bisschen kleiner. Bildformat, Höhe, Breite. 12 cm. Rutschen wir das nach oben. Das hat auch die Breite von 12 cm jetzt nochmal. Passt, und da ist schon Platz. Bildformat 12 cm. Textformat 12 cm. Wir sehen, obwohl ich das gruppiert habe, kann ich das eigentlich ganz gut noch immer bearbeiten. Gut, und schon passt es drauf auf der Seite. Bildformat, ausrichten, horizontal zentrieren. Wunderschön! Auch das werde ich nochmal ausrichten, horizontal zentrieren. Passt. Aber wieder was wiederholt auch. Also so kann ich Fußnoten machen. Ja? Fußnoten kann ich immer wieder irgendwo anders einfügen. Jeder bekommt eine andere Note, eine andere Nummer. Ja? Also wenn ich hier eine nächste Fußnote auf der übernächsten Seite, so ich weiß nicht, da irgendwo, wo könnte ich das machen, wo ist sinnvoll? Hier mache ich noch eine andere Fußnote, die ist jetzt eher gezwungen, die würde ich normalerweise nicht machen, die mache ich jetzt nur, weil es Herz sein will. Also, Referenzen, Fußnote einfügen, nicht nur Text, sondern zum Beispiel auch Bilder, Formeln, Tabellen, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, sehen wir, obwohl es eine komplett andere Seite ist, das wollte ich euch herzeigen, ist das da die nächste Nummer. Also jede Fußnummer hat eine eindeutige Nummer. Damit ist klar, was wohin gehört. Ja, das schaut doch nicht schlecht aus, muss man sagen. Ne? Also das sind Fußnoten. So funktionieren die. Das nächste Mal schauen wir uns sogenannte Querverweise an. Ja, manchmal ist es sinnvoll, den Text, den ich irgendwo zu stehen habe, auch woanders zu verwenden. Und den möchte ich nicht doppelt schreiben. Zum Beispiel siehe Abbildung 13 oder siehe Abbildung 13 Menüband Hilfe, wenn man das da gerade lese. Ja. Abbildung 13 Menüband Hilfe. Ja. Siehe Abbildung 13 oder so. Und dann ändert sich das 13, weil das ist automatisch durchnummeriert. Ich habe dazwischen noch ein Film, da müsste ich über. Ja, das geht mit sogenannten Querverweisen. Wie das funktioniert, zeige ich das nächste Mal her. Nächstes Mal Querverweise für dieses Mal. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.